Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Kick-Off-Meetings Project 52 Live. Mein Name ist Roberto Gavone. Ich arbeite seit über 10 Jahren als Dozent an der Clubschule und nebenbei als Auftragsfotograf im Bereich Immobilienfotografie und Businessfotografie. Kurz zu der Handhabung von Zoom und auch Instagram kurz erklärt, weil beide Programme brauchen wir, um an Project 52 zu arbeiten. Wir haben unten links die Stummtaste. Wenn ich jetzt die aktiviere, solltet ihr mich nicht mehr hören. Ich probiere das gleich mal aus. Als zweites haben wir die Funktion vom Video beenden. Wenn ich das mal klicke, solltet ihr mich eigentlich noch hören, aber nur noch ein Bild von mir sehen. Also wenn ihr irgendwann mal einen Break braucht und nicht gesehen werden möchtet, bitte auf Video beenden drücken. Weitere Funktionen von Zoom. Wir haben hier im mittleren Bedienfeld die Möglichkeit einzusehen, welche Teilnehmer dabei sind. Und immer die Person, die spricht, sollte auch relativ vorne in den Fenstern kommen. Die Chat-Funktion ist ganz praktisch für Fragen, die man so bilateral oder in die Runde stellen kann. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier mal auf die Chat-Funktion und ich gebe eine Frage ein, die ich sehr viel bei Grundkursen höre. Und zwar, was ist besser, Canon oder Nikon? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Es ist eine Frage, ob ihr ein Coop- oder Mikrokind seid. Almut Adler, eine berühmte deutsche Fotografin, hat mal gesagt, das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Eine weitere Funktion, die sehr cool ist bei Zoom, ist die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. Für diese Funktion seht ihr in der Mitte Bildschirm freigeben. Ich aktiviere die gerade mal und kann hier meine Folien hervorholen. Dann kann ich euch nämlich das Project 52 ein bisschen näher vorstellen. Project 52 heißt, dass wir in diesen 52 Wochen, die das Jahr hat, jeweils jede Woche eine neue Fotoaufgabe bekommen. Die können wir dann auf Instagram posten und einmal in der Woche in der ersten Phase gibt es ein Live-Feedback von mir, wo ihr dazu natürlich herzlich eingeladen seid. Des Weiteren ein paar wichtige Infos zum Project 52 Live. Wie schon erwähnt, Roberto Garbone, ich habe einen Rebrand gemacht von Digital Fine Art auf Fotografie und Achtsamkeit. Das kann ich euch sehr empfehlen. Versucht in euren Firmennamen, wenn ihr versucht mit Fotografie ein Business aufzubauen, euren eigenen Namen reinzunehmen. Grund und Zweck wäre folgender. Ich gebe euch jede Woche eine Aufgabe und eine Stunde davon Live-Feedback in der ersten Phase. Das wird dann immer weniger, sprich, das wird interaktiver. Ich möchte euch aktivieren, euch selber nachher Feedbacks zu geben. Dazu bekommt ihr natürlich auch das nötige Rüstzeug mit, um Bildbewertungen machen zu können. Mit den 4 Phasen meine ich von Mai bis Juli. In der ersten Phase wird dieses Zoom-Meeting immer von mir moderiert, sprich auch das Feedback wird von mir gegeben. In der zweiten Phase von August bis Oktober werde ich noch alle 2 Wochen moderieren. Ich werde dann also 2 Zoom-Meetings selber moderieren und Feedbacks euch gegenseitig geben. In der dritten Phase von November bis Januar bin ich noch einmal im Monat dabei und werde euch Feedback geben. Und in der letzten Phase Februar bis April seid ihr völlig frei, dass das auch interaktiv wächst, dieses Project 52. Dann kommen wir eigentlich schon zur ersten Aufgabe, die zu lösen wäre. Und es ist eine einfache Aufgabe. Es ist auch ganz wichtig, es braucht weder eine teure Kamera dazu, noch irgendwelche technische Vorkenntnisse. Also ihr könnt mit dem Smartphone, aber auch mit einer Spiegelreflexkamera oder spiegellosen Systemkamera fotografieren. Es geht mehr darum, dass ihr pro Woche ein Thema habt und das fotografisch versucht umzusetzen. Die Aufgabe von der Woche bis zum 28. April heißt Bewegung. Also postet ein Foto über Bewegung auf dem Instagram-Account. Und das nächste geplante Zoom-Meeting wäre dann bereits am Dienstag, 28. April 2020, weil die meisten haben beim Kick-Off-Event angegeben, dass ihnen der Dienstag passt. Im Moment ist der Dienstag für die nächsten paar Monate mal notiert und ich versuche, das Zoom-Meeting immer gegen 19 Uhr zu starten. So kann man noch Abend essen und hat nachher noch Zeit, um sich den Abend gestalten. Was mir ganz wichtig ist, diese ganzen Aufgaben und auch das auf Instagram posten, sollte nicht dazu dienen, dass man sich gegenseitig konkurriert und die besten Bilder versucht zu machen, sondern ich habe da ein Zitat von einem Japaner, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar lautet es, wichtig ist es nicht, besser zu sein als alle anderen, sondern wichtig ist es, besser zu sein, als du gestern warst. Also es geht um den eigenen Erfolgsquote, die man versucht zu verbessern.
Kurz noch eine Erklärung zu Instagram. Das ist eigentlich auch eine machbare Sache. Und zwar müsst ihr keinen eigenen Account eröffnen, sondern ich habe so einen Gruppenaccount eröffnet. Der heißt Project 52 Live. Und wir haben hier schon 4 Beiträge zum Thema Bewegung. Das Login ist auch ganz einfach. Und zwar seht ihr das hier. Das Login heißt Project 52 Live und das Passwort, alles klein und zusammengeschrieben, ist Zeit, Blende und ISO-Wert. Des Weiteren möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Ich bin da gerade etwas am Vorbereiten, da ja weder die WordPress-Foto noch die SwissPress-Foto dieses Jahr im Landesmuseum stattfindet, bin ich gerade in Kontakt mit der WordPress-Foto in Holland und ich versuche ein Online-Besuch der WordPress-Foto zu organisieren über ein Zoom-Meeting. Da werde ich euch aber zu gegebenen Zeitpunkt noch darüber informieren. Soweit von mir das Wichtigste in Kürze. Ich schreibe euch nochmal kurz den Namen rein vom Projekt, dass ihr euch den könnt aufschreiben für die Instagram-Seite. Das wäre dieses Project 52 live und wie schon gesagt, das Passwort Zeit, Blende und ISO-Wert. Da könnt ihr euch einfach einloggen auf der Instagram-Seite und ihr könnt eure Fotos posten, selbstverständlich auch mit eurem Backlink zu eurer Homepage oder zu eurer Facebook-Seite. Soweit das Wichtigste von meiner Seite. Viel Spaß beim Fotografieren, gut Licht und wir sehen uns nächste Woche, Dienstag, 28. April, 19 Uhr. Ich schicke euch noch die Einladung für Zoom. Danke.